Ziel des Projekts DEML ist die Digitalisierung des lexikografischen Datenarchivs eines Wörterbuchs zum Altspanischen, und zwar des DEM, Diccionario del Español Medieval, ursprünglich initiiert in den 70er, 80er Jahren von Professor Bodo Müller. Bei der Datensammlung handelt es sich um etwa 865.000 Karteikarten, die ca. 33.000 Wörterbucheinträge und insgesamt mehr als 1 Million Belege umfassen. Die Grundlage dafür bilden mehr als 600 Werke aus der zweiten Hälfte des Mittelalters, die thematisch wie textsortenspezifisch sehr breit gefächert sind. Es geht dabei um Themen wie zum Beispiel Religion, Rechtswissenschaft, Belletristik oder sogar auch Astronomie. So wird es möglich, bisher nicht erfasste Bestandteile des mittelalterlichen Wortschatzes zu beschreiben. Durch unser Projekt DEML soll das umfangreiche Datenmaterial zum mittelalterlichen Spanisch einfach und schnell im Internet frei zugänglich gemacht werden. Und so können die Ergebnisse eines über 25-jährigen Forschungsprojekts schließlich online genutzt werden. Das veröffentlichte Material wird sowohl für uns Hispanisten als auch für Wissenschaftler vieler anderer Fachgebiete zu einer wertvollen Informationsquelle, und wir sind davon überzeugt, dass es eine hervorragende Ausgangsbasis für weiterführende Forschungen sein wird.